Aber Ellie Ramirez kennt man, auch wenn man jetzt nicht regelmäßig Trash guckt, man kennt sie. Ja, ich kann sie aber auch nie einordnen. Ich kann sie auch nicht einordnen, vor allem sagt sie halt auch so irgendwie, sie ist auch super mega sympathisch und mega freundlich. Ellie Ramirez lädst du in keine Show ein, damit sie freundlich und sympathisch ist. Und ich fand es auch so lustig, nachdem sie 10-mal gefühlt erwähnen musste, wie ich freundlich jetzt eine einjährige Pause hinter mir. Von was? Von Trash. Was hat sie das letzte Mal gemacht? Ist es dir aufgefallen, dass sie jetzt eigentlich nicht dabei war? Nein. Wieso erwähnt man das jetzt? Was war jetzt auch ihre letzte Sache? Naja, das war doch Promis unter Palmen, bevor es abgesetzt wurde. Okay. Das war ihr letztes großes Projekt. Okay. Ich meine, naja. Umso bezeichnender dafür ist es halt auch, dass sie es nochmal 5-mal erwähnen muss, dass sie jetzt eine einjährige Bildschirmpause hinter sich hat. Ja, das ist halt, wenn es nicht mehr zum Erzählen gibt, dann kann man halt das 5-mal erzählen, ja, so auf die Art. Oder man erwähnt halt einmal nochmal mehr, dass man sympathisch und mega freundlich ist. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Ja. Und wenn man in der Vorstellung gleich sieht, dass sie sich mit Tessa anlegt und dass da ein fetter Zopf noch auf sich warten lässt. Und da bin ich mega gespannt, was da auf uns zukommt. Sie lebt in ihrer eigenen Blase. Und egal, was du ihr probierst zu erklären oder sie nimmt nichts an. Was er gesagt hat, kann ich alles verstehen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Ausrede für deine Art und Weise, wie du teilweise hier bist. Die Art und Weise, wie du bist. Ich bin okay, so wie ich bin. Das ist die Art und Weise. Ich habe doch gerade gesagt, ich kann verstehen, was er gesagt hat. Ich habe nur gesagt, deine Art und Weise, teilweise, wie du reagierst, das kann nicht immer eine Entschuldigung sein. Sobald ich mit meinem Mund aufmache und ihr irgendwas sage, boah, dann ist die sofort, dann ist die noch schlimmer drauf als sonst. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber als die liebe Zoe bei uns war, da hat sie ja erzählt von Georgina Fleur, dem... Georgina Fleur! dem rothaarigen Monster. Und Tessa hat mich in der Interviewbox, nicht in der Starbox, sondern in der Interviewbox... Mhm. Der fährt schon allein mit so einer Aggressivität in die Dinge rein. Der hat halt gar keinen Respekt. Komplett an sie erinnert, wie sie mit dieser roten Menge da sitzt. Und von der Beleuchtung, es hat 1:1 wie Georgina ausgeschaut. 1-2 Mal habe ich kurz nebenbei geschaut, schaue an den Bildschirm, schaue den Fernseher und sehe, oh, ist da jetzt die Georgina? Aber, mal wieder. Ja. Ja. Der geht es auch nicht gut, gell? Der Tessa, glaube ich, geht es überhaupt nicht gut. Ich glaube, die ist auch wirklich, also die muss man auch vor sich selbst schützen, habe ich das Gefühl. Ein bisschen auf Selbstfindung, oder? Die war ja lange nicht da. Bekannt geworden ist sie ja bei Germany's Next Topmodel mit ihren Mittelfinger, den sie Heidi Klum entgegengestreckt hat, als sie rausgeschmissen wurde. Muss man sich auch erstmal trauen. Muss man sich trauen, aber danach hat sie halt auch ihre Laufbahn genommen bei den Trash-Formaten. Da war sie unter anderem bei der Alm, sie war unter anderem bei auf High Heels durch Safari, bei so einer Show, die ziemlich schnell auch abgesetzt wurde. Das sind diese ganzen Shows, die braucht man nicht, die gibt es nur kurz und... Genau, wenn man alle anderen Trash-Shows aber braucht. Naja, braucht ja, man. Ja, eigentlich schon. Eigentlich braucht man, ja, stimmt, hast recht. Aber auf jeden Fall, ich finde das auch immer so bezeichnend, wenn die Leute dann so am Strand ankommen. Hallo, mich kennt man von. Und also, wenn sie sich aber erst gegenseitig schon beieinander vorstellen müssen, das ist ja schon so ein Sinnbild, weil das zeigt ja schon, dass nicht einmal die untereinander wissen, wer die sind. Ganz genau. Also, warum sollte irgendwer... Sie wollen sie in Wahrheit auch nicht wissen. Ja, warum sollte irgendein anderer wissen, wer die sind? Ja, der Typ, der komische Richter, der hat aber gewusst, wer Ellie Ramirez ist und das, obwohl er in Brasilien lebt. Mhm, aber der ist der wird für, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die erste Staffel Promis unter Palmen 2020. Der war, ja, genau. Und da hat er sich auch so derbe ekelhaft an Claudia Obert dran gemacht. Ja, aber Claudia Obert hat sich das auch gefallen lassen. Es waren beide. Also da gab's, ich möchte jetzt ihm nicht da irgendeine MeToo-Debatte anhängen, auf keinen Fall. Ich meine nur, die beiden haben sich gegenseitig sehr derb angemacht. Natürlich. Ich meine, Claudia Obert kennt keinen Charme.